Ja, herzlich willkommen zur Session Eine Frage des Teams. Welche Kompetenzen braucht Skalierung? Und wir hatten es gerade in der Session zuvor, ich weiß nicht, ob ihr da wart, wachsen kann ziemlich viel bedeuten. Mehr Mitarbeitende, mehr Standorte oder ganz anders vielleicht auch ein Wirkungswachstum durch zum Beispiel Automatisierung oder Digitalisierung. So oder so bedeutet es aber in der Regel vor allem eines, nämlich eine Änderung in den Aufgabenprofilen der vorhandenen Mitarbeitenden oder möglicherweise vollkommen neue, der Organisation bisher unbekannte Kompetenzbedarfe. Das kann sowas sein wie überregionales Fundraising, weil die Zentrale vielleicht Fundraising-Aufgaben für andere Standorte übernimmt oder Community-Arbeit, die plötzlich anfällt oder Koordinations- und Netzwerkarbeit mit immer mehr PartnerInnen, die es vorher nicht gab. Wie geht man also als ja vielleicht kleine gemeinnützige Organisation oder kleines Sozialunternehmen mit so etwas um? Der Antwort auf diese sehr komplexe Frage wollen wir uns in den nächsten 40 Minuten zumindest nähern. Gerne gemeinsam im Austausch mit euch und ja vor allem im Austausch mit Kai und Frederik. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Frederik leitet den Berliner Standort von On Purpose. On Purpose ist ein Sozialunternehmen, das eine sehr spannende Doppelfunktion ausfüllt. Es hilft gesellschaftlich engagierten Organisationen dabei, passende und kompetente KollegInnen zu finden und es unterstützt und coacht gleichzeitig Menschen, die auf der Suche nach einem Job mit Sinn sind. Kai ist vom Impact Collective, ist seit über 10 Jahren im Social Business Bereich tätig, hat selbst gegründet ein Sozialunternehmen und eine NGO aufgebaut und er berät mit dem Impact Collective Sozialunternehmen vor allem in der schwierigen Anfangsphase und spricht auch sehr gerne über Themen wie Personalentwicklung, Finanzierung, Organisationsentwicklung und ja ganz generell Teamfragen. Ich würde jetzt euch das Wort übergeben. Vielleicht zunächst einmal Frederik, mit welcher Botschaft zum Thema bist du heute hier? Dankeschön, Luise, für die nette Intro. Ja, ich freue mich, heute Teil des Festivals sein zu dürfen. Und was wir bei On Purpose, was wir uns kurz vorgestellt, auch immer wieder begegnet. Wir arbeiten mit vielen Organisationen, auch vielen, die sich in Wachstumsphasen befinden, zum Beispiel Soul Bottles, die Gemüseakademie, auch ganz junge Organisationen wie Wildplastik beispielsweise sind bei uns im Programm. Und was wir da immer wieder uns begegnet, ist, dass das Wichtigste für wachsende Organisationen in Bezug auf das Team-Setting ist, nicht bereits alle relevanten Kompetenzen im Team zu haben, sondern zu erkennen, welche wichtigen Kompetenzen noch fehlen und wie ich diese integrieren kann. Also einfach eine sehr, sehr gute Reflexionsarbeit zu überlegen, was brauche ich noch, um diese Schritte zu gehen, die ich vorhabe. Vielen Dank. Kai, vielleicht schießt du direkt hinterher. Was ist dein Thema? Ja, danke erstmal für die wundervolle Vorstellung gerade, Luise, und schön mit euch hier in der Runde zu sein. Wie du gerade schon so ein bisschen angerissen hast, Impact Collective hat einige wundervolle Social Startups die letzten 2 Jahre begleitet bei ihrer Skalierung, also vielleicht nicht mehr ganz am super schwierigen Anfang, sondern schon ein bisschen später, nämlich da, wo alles eigentlich ganz gut funktioniert, aber die Teams sich jetzt fragen, wie werde ich eigentlich groß? Also wie nehme ich meine Lösung, die an einem Ort oder mit einer Zielgruppe sehr gut funktioniert hat, in relativ kleinen Maßstäben und ja, bringe die jetzt halt groß raus in die Welt. Also passt eigentlich sehr gut zu dem Fest auch, das hier gerade die Tage stattfindet. Und das Themengebiet, was Frederik gerade angesprochen hat, mit dem Bewusstwerden, was eigentlich noch fehlt, ist auch für uns in unserer Arbeit ein total wichtiges, weil
Was wir im Prinzip machen, ist, mit den Teams zu reflektieren, wo stehen sie, was sind die Herausforderungen und was passiert eigentlich gerade überhaupt. Als Gründer habe ich ganz oft keine Ahnung, was eigentlich überhaupt alles in meinem Unternehmen so richtig abgeht und wo ich gerade hinlaufen sollte, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Es gibt tausend Sachen zu tun und alle Aufgaben schreien danach, erledigt zu werden. Und ich kenne die Priorität gar nicht so richtig. Und deswegen bin ich mir oft auch nicht bewusst, was wären eigentlich jetzt die wichtigen nächsten Schritte zum einen und wie Frederik gerade eben dann sagte, welche Fähigkeiten brauche ich überhaupt dazu im Team, um diese Schritte gehen zu können. Ja, also die Klarheit als Grundlage mal zu besitzen, als Team zu sehen, wo ist denn der Weg, wie genau kommen wir jetzt die nächsten Schritte weiter und dann darauf basierend sich sehr, sehr genau zu überlegen, was sind die Aufgaben, die unsere Organisation eigentlich erfüllen muss. Also was macht denn unser Team, damit das ganze Unternehmen erfolgreich wird? Wie konstruiere ich da eine Organisation draus? Welche Themenbereiche sind vielleicht schon besetzt? Welche Themenbereiche sind noch nicht besetzt? Welche Themenbereiche kann ich mir über externes Wissen selber aneignen? Bei welchen Themenbereichen komme ich mit meiner Manpower gar nicht weiter und brauche eigentlich Hilfe? Also wo hole ich mir jetzt von außen jemanden dazu? Und arbeite vielleicht mit einer Organisation wie On Purpose dann zusammen, um eben jemand extern reinzubekommen, der eine bestimmte Wissens- und Themengrundlage hat. Und kurz gesagt, wo komme ich intern weiter, wo komme ich nicht intern weiter, wo brauche ich Hilfe, sich das nochmal ganz klar zu machen und dann eben auch super bewusst zu werden, welche Charakteristika habe ich im Team, also wer sind die Menschen, was sind die typischen und guten Fähigkeiten, die diese Menschen haben? Wo sind sie richtig gut drin? Was macht ihnen super viel Spaß? Und an welchen Ecken fehlt es vielleicht? Also wirklich auch aus der Persönlichkeitsebene nochmal ein bisschen zu schauen, was für Personality Traits, würde man auf Englisch sagen, da im Team noch fehlen, um bestimmte Themenbereiche wirklich abdecken zu können. Das sind so Beobachtungs- und Reflexionsgrundlagen, die schon mal sehr, sehr weit führen in der Fragestellung, was brauche ich eigentlich und wie kann ich von da aus dann ein Team auch entwickeln? Du hast jetzt direkt schon ein paar, ja, quasi Reflexionstools genannt. Vielleicht machen wir damit später weiter. Frederik, ihr matcht ja auch Organisationen mit Personen. wie geht ihr da vor? Also wie findet ihr die, in Anführungszeichen, richtigen Leute für die richtigen Organisationen? Ja, da muss ich das ein bisschen ausholen, weil es etwas komplizierter ist. Ich fange mal ganz kurz an, wer On Purpose ist vielleicht und wie wir vorgehen und was wir anbieten können. On Purpose ist eine Organisation, die vor 10 Jahren in London gegründet wurde und dann später auch in Paris und seit 2016 auch in Berlin aktiv ist. Und wir sind der Überzeugung, dass die besten Menschen sich dort engagieren sollten, wo auch gesellschaftlicher Mehrwert kreiert wird. Und wir merken, dass es gleichzeitig immer mehr Menschen gibt, die tatsächlich die Sinnsuche antreibt, die ihre bisherige Karrierepfade verlassen wollen, um etwas zu finden, was sie auch ausfüllt und erfüllt. Und diese Menschen bringen wir zusammen mit einem großen Need auch im Sektor an Professionalität an guten Talenten über ein einjähriges Programm. Dabei verbinden wir tatsächlich berufserfahrene Menschen, die alle schon mehrjährig oftmals in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, wo sie es gewohnt sind, mit Prozessen, mit Strukturen zu arbeiten und auch eine gewisse professionelle Herangehensweise an Business Cases erfahren haben, zusammen mit Organisationen, die sehr, sehr unterschiedlich und heterogen sind, aber die alle eine Sache umtreiben, nämlich dass sie gesellschaftliche Lösungen schaffen wollen und das oftmals eben in Projekten mit unternehmerischen Herangehensweisen. Und
Wir verstehen uns aber nicht als reine Personalvermittlung. Also wir finden nicht Person X mit Skill Y und haben dann dazu die Organisation, die genau das braucht, sondern wir verbinden Menschen mit Organisationen. Wir halten das für einen wahnsinnig wichtigen Punkt auch. Es ist vielleicht auch so ein bisschen daran basiert, dass wir im angelsächsischen Raum gegründet wurden, wo es weniger Relevanz gelegt wird auf bestimmte Ausbildungen oder bestimmte Werdegänge, sondern wir legen unseren Fokus auf bestimmte Kernkompetenzen, sowas wie Problemlösungsfähigkeiten, Strukturierungsfähigkeiten. Das sind alles Themen, zwischenmenschliche, auch Team-Settings abgeprüft. Wie gehe ich mit Konflikten um? Das sind alles Themen, die wir uns angucken im Recruitment-Prozess, wenn wir die Menschen für unser einjähriges Associate-Programm auswählen, wie wir es benennen. Und das sind dann also eher generalistische Menschen, die zu bestimmten Phasen, zu bestimmten Projekten sehr, sehr gut passen, die in der Lage sind, Projekte gut aufzusetzen und umzusetzen und mit einer extrem hohen intrinsischen Motivation und eben ihrer Erfahrung aus der freien Wirtschaft dann eben den Organisationen helfen. Und der Matching-Prozess, den wir da haben, der vielleicht sprengt es jetzt den Rahmen, aber im Grunde genommen haben beide Seiten, sowohl die Organisation wie auch die Menschen im Programm, dann sozusagen die Möglichkeit, ihre Präferenzen anzugeben, wer dann mit wem in dem Programm auch zusammenarbeiten möchte, damit es auch optimal passt. Aber es ist oftmals so, dass der menschliche Faktor viel, viel entscheidender ist als ein ganz bestimmtes Skillset. Und das bedeutet auch, dass unser Programm auch oftmals für bestimmte Projekte und Phasen, in denen sich eine Organisation befindet, besser passt als für andere. Also wenn jemand ganz normal, ich sag mal, unbedingt einen Finanzbuchhalter oder Buchhalterin braucht, ist das über unseren Prozess so nicht unbedingt abbildbar. Da würden wir sie dann tatsächlich über andere Wege empfehlen, sich diese Expertise reinzuholen. Aber Menschen, die eben in der Lage sind und auch vielleicht schon dabei geholfen haben, anderen Organisationen bei der Skalierung zu helfen, die diese Erfahrung mitbringen, was es bedeutet, Prozesse zu optimieren und Prozesse zu strukturieren für Organisationen, wo man nicht mehr jeden kennt. Also Organisationen, die eben schon ein, zwei Schritte weiter gegangen sind, das ist wahnsinnig wertvoll, wie wir finden. Und das spiegeln uns auch viele der jüngeren Organisationen in unserem Programm immer wieder. Vielen Dank. Das war jetzt viel temporäre Arbeitskraft quasi. Und ich glaube, im Vorgespräch haben wir auch schon darüber gesprochen, dass eine Lösung für Organisationen zum Beispiel sein kann, sich tatsächlich temporär Leute von außerhalb reinzuholen, zum Beispiel über Corporate Volunteering oder Pro Bono-Kräfte oder so. Was habt ihr da für Erfahrungen geteilt? Wann lohnt sich das? Wann empfiehlt sich das? Ich würde da mal gerade kurz drauf einspringen, Frederik, wenn das für dich in Ordnung ist. Cool. Weil tatsächlich ein Großteil unseres Programmes genauso designt ist. Insofern wir viel in genau diese Richtung gemacht haben, die du gerade genannt hast, Luise. Vielleicht mal kurz dazu als Hintergrund, also wenn wir mit einem Unternehmen arbeiten, dann ist die Kernarbeit, die Impact Collective leistet, wirklich die Begleitung auf einer Mentoring-Coaching-Ebene. Also das heißt, wir gucken einfach mit den Teams, wo steht ihr, holen die aus ihrem Tunnel raus, damit sie selber verstehen, wo sie stehen und selber verstehen, was jetzt wichtig ist, als Nächstes zu tun, um eben weiterzukommen. Und dann gucken wir gemeinsam mit den Teams, wo fehlen Fähigkeiten. Also kommt ihr einfach von euch aus jetzt gerade weiter? Könnt ihr es einfach machen? Oder fehlt wirklich irgendwas im Team an Wissen oder auch an Material oder was auch immer? Und versuchen das dann eben über unsere Partner irgendwie ins Team zu bringen. Und wir haben tatsächlich verschiedenste Sachen ausprobiert von Entrepreneur-in-Residence-Modellen, also wo wir dann jemanden mal reingeholt haben im Team für ein paar Monate, um zum Beispiel Vertrieb zu machen. Wichtiges Thema, Vertrieb ist, glaube ich, einer der größten Skalierungshemmer überhaupt bei Startups, weil es keiner so richtig kann und sich keiner so richtig traut, obwohl sie alle wunderbare Sachen zu erzählen haben. Aber also mit solchen Modellen auch zur Organisationsstrukturierung zum Beispiel mal ein Entrepreneur-in-Residence reingeholt. Also mit solchen Modellen gearbeitet. Wir haben ganz viel mit
mit Corporate Volunteering gearbeitet, gerade im Bereich IT zum Beispiel, mit tollen IT-Partnern, die dann teilweise 1, 2, 3 Wochen an Manpower reingesteckt haben und irgendein Tool entwickelt haben oder irgendeinen Prozess entwickelt haben, der eben für die Wertstellung wichtig war. Bis hin zu so ganz kleinen Gigs, wie dass man mal eine Rechtsfrage hat und eine Kanzlei eingeschaltet wird, die halt 2, 3 Stunden sich mal nimmt, um genau diese Rechtsfrage auseinanderzunehmen. Und unsere Erfahrung nach funktioniert alles davon extrem gut. Also egal, was du machst, um dieses Wissen reinzuholen oder diese Fähigkeiten reinzuholen, es kann ein total fundamentaler Impact sein, den man da bekommt. Wichtig ist nur, an der richtigen Stelle den richtigen Einfluss reinzuholen. Also klassisches Beispiel, man versucht jetzt irgendein Logo-Designer reinzuholen, weil man denkt, man braucht ein neues Logo. Dabei hat man eigentlich die falsche Zielgruppe angesprochen und müsste sich nochmal überlegen, ist denn meine Zielgruppe eigentlich die richtige? Also so diese Schlüsse, die man als Gründer ganz gerne zieht, wenn man sich der Arbeit versucht zu entziehen, die man eigentlich nicht gerne machen möchte. Das war jetzt Beispiel Vertrieb und man ist aber halt eigentlich eher ein kreativer Kopf und möchte Design machen. Das sind so Fallen, die man, glaube ich, ganz leicht rennt als Team, weil eben jedes Mitglied im Team natürlich eine eigene Persönlichkeit hat und eigene Präferenzen hat, eigene Handlungspräferenzen hat, also Dinge lieber macht als andere. Und je nachdem, welche Charaktere und welche Handlungspräferenzen da im Team vorhanden sind, bestimmte Themengebiete einfach natürlicherweise, es ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist normal, sage ich mal, aber natürlicherweise einfach hinten unterfallen, weil es eben nichts ist, was Leute im Team gerne machen. Und sich da wirklich klar bewusst zu sein, wo sind denn unsere Blindspots sozusagen, also wo sind unsere Fähigkeitsmissstände, die wir als Persönlichkeiten einfach gar nicht mitbringen, ist ein super wichtiger Punkt, um zu erkennen, welche Leistung von außen denn eingebunden werden sollte gerade und in welcher Form ich mir dann die Hilfe holen kann. Und wenn ich das weiß und wenn ich sehr klar bin, was ich brauche, dann gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele wundervolle Organisationen da draußen, die diese Hilfe bereitstellen können. Also ich zum Beispiel Vostel war mal bei euch im Programm, Luise, die eben Corporate Volunteering im großen Maßstab anbieten. Wie gesagt, On Purpose ist eine wahnsinnig tolle Organisation für etwas fortgeschrittenere Unternehmen, die wirklich dann auch langfristig jemanden gerne mal holen. Und was auf jeden Fall immer funktioniert, ist einfach Unternehmen und Firmen anzuschreiben. Also die meisten haben da irgendwie ein offenes Ohr für, wenn man sagt, hey, das ist unser ganz konkreter Bedarf und wir wissen, wir brauchen jetzt gerade Tool XY und wir sind ein gemeinnütziger Verein und können es uns nicht leisten. Habt ihr Lust, da ein bisschen mit uns zusammenzuarbeiten? Gerade Beispiel IT, die IT-Firmen haben meistens irgendwie ein Kontingent für Mitarbeiter, um irgendwo anders ein paar gute Stunden zu verbringen. Und so ist es wirklich meiner Erfahrung nach mit den meisten Unternehmen, dass die in irgendeiner Form Corporate Volunteering Budgets haben, dass die eine CSA-Abteilung haben, die sich um sowas kümmert. Also da wäre die Empfehlung wirklich, sich zu trauen und einfach, nachdem man ganz konkret benennen kann, was es ist, was man braucht und auch wirklich überzeugend darstellen kann, dass es das ist, was man braucht, wenn man die Argumentationskette dazu kennt und den Missstand genau pinpointen kann, dann sich trauen, um rauszugehen und einfach zu fragen. Also das ist, glaube ich, die leichteste Art und Weise, um an Hilfe zu kommen. Ja, wenn ich da ganz kurz anknüpfen darf. Ich weiß, also ist es für manche leichter als für andere, glaube ich, aber was du ansprichst, ist absolut wichtiger Punkt, also ein Netzwerk sich aufzubauen auch, wo man sich auch austauschen kann mit anderen, wie die vorgegangen sind, wie die bei bestimmten Herausforderungen sozusagen sich helfen konnten. Und grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass es wichtig ist und vielleicht auch empfehlenswert, nach Werten und nach Potenzial zu rekrutieren und die Teams von innen heraus aufzubauen, wo immer möglich, aber wo nötig, tatsächlich Expertise von außen reinzuholen. Und das muss, wie du schon sagst, nicht immer etwas sein, was wieder mit Kosten verbunden ist. Also auch je nach Organisationsstruktur oder Rechtsform und Governance kann man sich auch gut überlegen, ob man sowas wie einen Beirat oder irgendwo ein Board hat, wo man da ganz gezielt auch bestimmte Menschen darauf anspricht, um so eine Organisation auch zu begleiten. Das ist je nach Sektor oder nach dem Setting, was man für sich als Organisation gewählt hat, auch noch ein
toller Weg, um wirklich Erfahrung ins Team zu holen oder jetzt direkt jemanden im Kernteam dafür bezahlen zu müssen. Gleichzeitig bin ich auch der Überzeugung, dass bestimmte Dinge wie Zugang zu Kapital, Produktqualität, Kundenbeziehung, Marktaufbau, Operations, Prozesse, das sind alles Themen, die auch in diesem Festival hier sicherlich ihren Rahmen finden und die total wichtig sind. Aber nach unserer Erfahrung her sind es die Menschen in den Organisationen, die entscheidend da sind, warum manche Organisationen erfolgreich skalieren und andere eben nicht so vorankommen, wie sie es sich erhoffen oder teilweise auch scheitern. Und deswegen das Geld im Blick zu haben, ist eine der wichtigsten Aufgaben auch von Gründern und GründerInnen und Führungskräften. Aber mindestens genauso wichtig ist zu wissen, wo und wann ich auch mal investiere. Und ins Team zu investieren, ist aus meiner Sicht überlebenswichtig. Und das kann bedeuten, dass ich neue Teammitglieder sozusagen reinhole von außen. Das kann aber auch, und das ist oftmals, glaube ich, auch ein wichtiger, langfristiger Weg, zu überlegen, wie kann ich die existierenden Teammitglieder sozusagen so dahingehend entwickeln, dass sie bestimmte Rollen übernehmen, dass sie in bestimmte Rollen reinwachsen, und auch in dieser Transformation von Organisationen, die lokal ein Produkt anbieten, zu skalierenden Organisationen sich entwickeln, dann auch andere Aufgaben und andere Arbeitsweisen sozusagen übernehmen. Und ja, das ist etwas, was ich tatsächlich immer auch wieder mitgeben wollte. Überlegt euch gut, wo ihr eure Ressourcen einsetzt. Das ist, ich bin Kaufmann, ich verstehe das relativ gut, dass es wichtig ist zu gucken, dass auch die Zahlungen und die Zahlungsströme immer im Blick zu haben. Aber ins Team zu investieren ist etwas, was eine hohe Relevanz hat. Und auch wir als Organisation bei On Purpose haben für alle Mitarbeiter ein Learning und Development Budget. Das ist unabhängig von der Rolle, die sie haben, weil uns das einfach selbst sehr, sehr wichtig ist. Vielen Dank. Also jetzt schon für eure vielen, vielen Tipps, wohin sich Organisationen auch wenden können. Und genau jetzt auch wieder auf den Blick nach innen und was eigentlich Organisationen mit den bereits vorhandenen Menschen machen können. Und ich würde jetzt gerne nochmal den Fokus auf das Thema Wachstum bringen und auf Organisationen, die vielleicht gerade ungeplant sehr stark wachsen. Und was bei denen besonders ist, vielleicht haben die gerade keine Zeit, eine Analyse im Team zu machen, und dann passiert ja ganz oft sowas wie irgendjemand, der halt gerade da ist, nimmt noch die extra Rolle Vertrieb an und ist dann da drin und steckt dann da irgendwie. Und vielleicht findet man gar nicht so schnell raus, dass die Person gar nicht unbedingt geeignet ist, weil die Person das schon so lange macht. Wie geht man da vor? Macht man da alle halbe Jahr mal eine Bestandsaufnahme? Wie fühlen sich alle gerade in ihrer Rolle? Und wer entscheidet überhaupt, ob die Person den Job jetzt gut ausfüllt? Gerade wenn das vielleicht eine sehr kleine Organisation mal war, wo die Kompetenzen im Team an sich gar nicht vorhanden waren oder wo keine, sag ich mal, Fachkräfte saßen, sondern das alles so Learning by Doing war. Ich finde es schön, wir haben zwei total komplementäre Blickwinkel immer drauf, deswegen ich freue mich schon tierisch zu hören, was du gleich sagst, Frederik, aber ich schieße mal kurz meine Gedanken dazu in den Raum. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel gewesen gerade mit, und dann übernimmt halt mal irgendwer den Vertrieb, der gerade da ist und sich das zutraut und noch ein paar Momente Zeit dafür hat. Ich glaube, dieses Thema keine Zeit, das hast du immer, und das hast du auch noch, wenn du eine 50-Mann-Organisation bist oder sowas, weil es gibt immer mehr Dinge zu tun, als du tun kannst. Und die Frage der Zeit ist dann, wofür nimmst du dir Zeit? Und gerade so Managementstrukturen einzuziehen und sich zu überlegen, wer ist wofür verantwortlich und wer sitzt auf welcher Position, sind Sachen, wenn du die früh genug machst, am besten die ganze Zeit auch konstant weiter mitmachst, dann können sie dir später umso weniger in den Arsch beißen. Das passiert definitiv immer wieder, und es wird irgendwann passieren, dass ihr die erste Person entlasst,
Ja, das ist ein furchtbarer Moment. Das fiel mir damals unfassbar schwer. Und dann im Endeffekt hat es mein Gründungspartner gemacht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich es grausam fand. Aber es wird kommen, dass ihr die erste Person entlasst, und macht es lieber früher als später, bevor, also wenn es nicht klappt. Es wird kommen, dass ihr die ersten Leute, die super sind, ablehnen müsst als Bewerber, und euch dann die Gedanken macht, können wir den nicht noch irgendwo unterbringen, weil der auch klasse ist, aber wir eigentlich nur diese Position besetzen wollen. Ne? Also ihr werdet diese ganzen Dinge werdet ihr irgendwann erleben, und da müsst ihr dann als Gründungsteam durch und auch durchwachsen. Das ist ein Lernmoment, so wie vieles eben in diesem Team, in diesem Gründungsthema. Nur bei Team tut es halt manchmal besonders weh, weil es so was Persönliches ist. Also man hat einfach mit Menschen zu tun, und das für mich zumindest ist es so, dass ich da nicht rein rational sein kann, sondern halt meine Emotionen einfach irgendwie mitschwingen. Aber was auf jeden Fall unfassbar sinnvoll ist, ist, dass ihr euch sehr, sehr früh und das die ganze Zeit mitschleift und weiterentwickelt, ein ganz klares Bild davon macht, was, ich glaube, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, was macht eure Organisation genau? Also welche Aufgaben sind in der Organisation vorhanden? Welche Dinge tut diese Organisation, um den Wert zu stiften, den sie stiften muss? Und da sind Produktsachen dabei oder Dienstleistungssachen, genauso wie eben Personalverwaltung und ja, you name it. Und dann die Hüte verteilt für diese verschiedenen Themen. Und das ist, wenn ihr zu zweit seid, gerade so habe ich auch damals mal angefangen, dann hat halt jeder irgendwie 10 Hüte gefühlt. Und dann dadurch, dass ihr aber wisst, welche Hüte existieren, welche Pötte existieren, könnt ihr dann anfangen, wenn ihr die Ressourcen habt oder auch wenn ihr die Möglichkeit habt, neue Leute dazu zu holen, diese Hüte weiter aufzuteilen, weiter aufzufächern, sodass halt dann nachher möglichst wenig Hüte auf möglichst viele Personen verteilt sind, irgendwann mal. Und dementsprechend auch euch von vornherein, und es kostet alles sackviel Zeit, das ist wirklich zeitintensiv, das ist mir bewusst, aber es lohnt sich, die zu investieren, von vornherein euch sehr genau überlegt, was für Fähigkeiten sind denn wichtig für folgende Hüte. Also gibt es dann so jemand, der ist, wie du gerade sagst, Frederik, aufs Geld schauen, der ist der Finanzbeauftragte, der guckt sich die Cashflows an und der muss halt einfach gut mit Zahlen und mit Berechnungsmodellen und sowas können. Ja, das heißt, das ist vielleicht eher ein rationaler Mensch als ein Intuitionsentscheider, und das ist vielleicht eher jemand, der, wenn man es in diesem MBTI oder 16 Persönlichkeiten-Modell betrachtet, eher jemand, der gerne auf vorhandenen Strukturen arbeitet, als zu jedem Problem eine neue Struktur entwirft. Ja, wenn ihr euch solchen Features von bestimmten Aufgaben bewusst seid, dann könnt ihr auch im Vorhinein sehr gut betrachten, welches vielleicht vorhandene Teammitglied dann auf einen bestimmten Hut gut passen würde, weil es einfach zu den natürlichen Fähigkeiten und den natürlichen Verhaltensweisen dieser Person gut passt. Und dann vermeidet ihr im Prinzip von vorneweg schon so ein bisschen, dass Menschen plötzlich in der Position stecken, der Hardcore-Introvert nachher der Vertriebsmann wird oder die Vertriebsfrau, die eigentlich nicht gern mit Menschen spricht und eigentlich am liebsten im Kämmerchen sitzt, aber weil die halt die einzige ist, die gerade noch Zeit hatte, kommen sie da drauf. Ne? Also das ist absolut zu vermeiden, weil das beißt euch in den Arsch. Spätestens ein paar Wochen später müsst ihr das komplett alles neu machen. Und auch solche Fehler werden sich nicht vermeiden lassen. Aber wie gesagt, da ist einfach die Message, werdet euch bewusst, was sind die Aufgaben und was sind die Charakteristika dieser Aufgaben, welche Charaktere braucht ihr für diese Aufgaben, und dementsprechend iteriert das immer wieder neu, wer sollte welche Aufgaben machen. Und diejenigen, die die Hüte für irgendwas aufhaben, das ist zu dieser Managementfrage noch ein letzter Satz, die müssen sich halt auch überlegen, wie messe ich denn einen Erfolg in dem Bereich? Ja, also wie messe ich denn, dass Vertrieb erfolgreich war? Welches Ziel hat Vertrieb? Wie viel 100.000 Euro sollen nächstes Jahr in die Kasse kommen und auf Monate aufgeteilt? Und woran messe ich jetzt, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ein erfolgreicher Vertriebler ist? Messe ich es an den Gesprächen pro Tag? Messe ich es an den Abschlüssen? Messe ich es an den Interaktionen mit den Kunden? Anhand dieser Maßstäbe, die ihr dann entwickelt, könnt ihr auch einfach das Personal weiterentwickeln am Ende des Tages. Ne, weil ihr irgendeinen Angriffspunkt braucht, um zu sehen, macht die das gut, macht die das nicht so gut. Und wenn sie es nicht so gut macht, dann mit ihr eben einzusteigen, darin passt es überhaupt. Und wenn es passt, was fehlt dir, damit du es besser machen kannst? Und dann wirklich in diese Entwicklung zu gehen. Genau. Jetzt bin ich gespannt.
Ich finde es wahnsinnig wertvoll und gut, was du gesagt hast. Insofern gibt es da auch gar nicht so viel mehr von mir, irgendwie in eine andere Richtung zu lenken. Was ich nur noch kurz ergänzen möchte, ist, dass das eine total wichtige Analyse für den Status quo ist, für den Ist-Zustand. Aber wenn ich auch schon überlege, wo wir hin, wo will ich eigentlich hin mit meiner Organisation, zu überlegen, was ist eigentlich in ein oder in zwei Jahren, was brauche ich da und wie komme ich sozusagen dorthin? Kann ich das sozusagen über die Entwicklung meiner einzelnen Teammitglieder erreichen oder brauche ich jemand sozusagen anderen? Und ich habe da eine Analogie, die ich oftmals verwende, ist so ein bisschen so eine Linienbusfahrt. So eine Organisation befindet sich auf einer Reise und es gibt für mich immer die Überlegung, wen möchte ich auf welchen Stationen sozusagen mit an Bord haben und wie schaffe ich es, dass Menschen, die für einen bestimmten Teil der Reise total gut passen, sozusagen da aussteigen können, wo es sozusagen dann auch rund ist und wie kriege ich zu bestimmten anderen Punkten, wenn ich andere Menschen sozusagen auf in meinem Busteam dabei haben möchte, diese auch wieder sozusagen rein in meine Reisegesellschaft. Und das ist einfach mitzugeben sozusagen immer auch ein Stück weit, vielleicht nicht in 5 oder 10 Jahren, das wäre, glaube ich, für so eine Teamentwicklung ein bisschen zu der Phase vielleicht zu ambitioniert, aber einfach so wirklich so in einem Jahr, in 2 Jahren so diese Überlegung immer noch mit zu haben. Das klingt jetzt teilweise sehr hart mit die Frage, wen möchte ich eigentlich in Zukunft dabei haben oder wer kann dabei sein oder auch wer möchte dabei sein. Aber bei euch beiden klang jetzt durch, dass das Transparent und das Offenlegen einfach sehr, sehr wichtig ist. Und es klang auch bei euch beiden durch, als ob man das ganz gut im Team machen könnte. Und dazu passt vielleicht eine Frage, die Lisa gerade gestellt hat. Sie schreibt, hallo Frederik und Kai, habt ihr vielleicht konkrete Methoden oder Tipps für die Aufgaben- und Teamanalyse mit Hinblick auf Skalierung? In unserem Projekt Kiel kann mehr geht es konkret um eine Skalierung des Netzwerks beziehungsweise der Anzahl der PartnerInnen. Ich habe, glaube ich, den Zusammenhang nicht ganz verstanden zwischen Teamanalyse und dem konkreten Beispiel Skalierung des Partnernetzwerkes. Skalierung Partnernetzwerk klingt für mich nach einer Art Vertriebsaufgabe, also jemand, der eben neue Partner gewinnt. Wenn das wirklich das Einzige ist, was ihr im Team braucht und alles andere muss nicht wachsen, dann würde es von dem, was ich gerade verstanden habe, danach sprechen, als ob ihr eine Person suchen würdet, die einfach sehr, sehr gut von der Sache erzählen kann und Menschen davon begeistern kann und die dafür gewinnen kann. Generell, also womit ich persönlich ganz gerne arbeite, sind eben solche Persönlichkeitstests, wie zum Beispiel dieser Myers-Briggs 16 Personalities, heißt der auch, findet man unter 16personalities.com, da kann jeder kostenlos machen. Und da gibt es auch dann so kostenlose Profile, die verlangen nur Geld, wenn man so ein Premium-Profil haben möchte. Und solche Tests versuchen so ein bisschen darzustellen, wie funktioniert denn eigentlich dieser Denkapparat da oben drin im Standard. Ja, jeder Mensch hat so Tendenzen, wenn er auf Autopilot ist und einfach nur macht, in verschiedene Richtungen einfach zu denken und zu agieren. Und das versuchen diese Tests im Prinzip abzugreifen. Und wenn ich ein relativ klares Bild von jedem Teammitglied habe, wo steht denn der auf diesen verschiedenen Skalen, die eben dargestellt sind, dann kann ich auch schon mal von vorne raus relativ gut verstehen, will das als Persönlichkeit ganz gut passen oder nicht. Kann dementsprechend dann eine Person schon besser voreinschätzen und dann muss es natürlich auf ganz vielen anderen Ebenen passen, ne? Also eure persönlicher Fit, zwischenmenschlich, Divisionen und so weiter sollten da alle irgendwie gut zusammenpassen und ihr solltet euch auch einfach mein persönliches Verständnis ganz gut verstehen. Müsst keine besten Freunde sein, aber es sollte irgendwie trotzdem zwischenmenschlich passen. Und dann diese Aufgabe einfach wirklich klar definieren. Also was muss diese Person genau tun, damit sich mögliche Bewerber, ob intern oder extern, erstmal egal, aber mögliche Leute, die sich für diese Position interessieren, wirklich auch bewusst entscheiden können, möchte ich das jeden Tag tun?
Also wenn ich keine Datenpunkte habe, was sind denn meine Aufgaben, dann kann ich diese Entscheidung auch schlecht treffen. Ja, ich hoffe, ich weiß nicht, ob das in die Richtung ging, die du jetzt haben wolltest, Lisa, aber vielleicht, Frederik, hast du es auch nochmal anders verstanden. Ja, okay, cool. Okay, ich schließe mal eine Frage an, die im Chat direkt an Kai ging, aber die ihr gerne euch teilen könnt, die Antwort. Ich nehme an, Kai, dabei ging es um den Fähigkeitenkatalog, den du vorhin erwähnt hast, quasi, den man machen soll. Die Frage lautet nämlich, unterscheiden sich solche KPIs bei Social Enterprises zu Profitunternehmen? Ich will die Frage verstehen, als sie geht an diese Management, also an die Management-Systeme, die man einziehen muss, um zu messen, wie gut ein Mitarbeiter performt. Das wäre für mich der klassische Key Performance Indicator, dafür steht KPI. Insofern kann das sich unterscheiden, das muss aber nicht. Also meiner Erfahrung nach, wir haben eher mit OKRs gearbeitet zum Beispiel, also Objective Key Results. Das ist ein bisschen anders von der Messbarkeit her als eine KPI. Könnt ihr euch mal alles online anschauen, diese verschiedenen Modelle. Wichtig ist am Ende des Tages, dass ihr unabhängig davon, welche Methodik und KPI und OKR sind jetzt im Endeffekt für mich auch nur zwei verschiedene Methodiken, unabhängig davon, welche Methodik ihr verwendet, dass ihr eine Möglichkeit findet, abzugreifen und zu verstehen, ob das funktioniert, was ihr macht. Und wie ihr das nachher genau messt, bleibt eigentlich total euch überlassen. Ihr könnt euch da auch komplett neu erfinden, wenn ihr das möchtet. Aber es ist natürlich ganz sinnvoll, sich an vorhandenen Methodiken irgendwie zu orientieren. Und meiner Erfahrung nach, aber ich glaube, da ist tatsächlich was, Frederik, wo du noch mal viel mehr zu sagen kannst, weil du in späterphasigen Unternehmen mit Leuten zu tun hast, als ich das viel getan habe, wo einfach, also die Teams, mit denen wir arbeiten, die messen noch nicht so krass viel, weil es einfach noch nicht so furchtbar weit ist. Meiner Erfahrung nach unterscheidet sich es für Social Startups schon ein bisschen, weil einfach in den Teams sehr viel mehr darauf geachtet wird, dass es menschlich zugeht, also dass es den Menschen einfach gut geht mit dem, was sie machen. Und das heißt, wenn du jetzt einen Vertriebler bei einem Social Startup hast und Vertriebler bei einem klassischen For-Profit-Startup hast, dann wäre vielleicht so eine Vertriebs-KPI nicht Anrufe pro Stunde beim Social Startup, sondern wäre die vielleicht eher zum Beispiel als OKR geschrieben, wir wollen 10 neue Kunden gewonnen haben und die sollen sehr zufrieden mit dem Anbahnungsprozess gewesen sein. Und dann würde man sich halt anschauen, kommt der Mitarbeiter irgendwie damit zurecht, die neuen Kunden zu gewinnen oder nicht? Und spricht der auf eine Art und Weise mit diesen Kunden, dass die sich gut abgeholt fühlen und wohlfühlen als Partner? Weil eben, wie gesagt, in Social Startups meiner Erfahrung nach die Zufriedenheit des ganzen Ökosystems wichtig ist. Jeder soll nachher gut dabei fahren, jeder soll nachher gut dabei rauskommen. Und deswegen würde ich schon sagen, unterscheidet sich das oft, aber es ist im Endeffekt euch überlassen, was euch wichtig ist, zu messen und zu erreichen. Aber Frederik, ich glaube, wie gesagt, es wäre ganz spannend, da nochmal von den anderen später Phasen ein bisschen einfach ein. Also gerne dazu nochmal meinen Blick, aber der unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so groß von deinem. Ich glaube tatsächlich, dass die Unterschiede im Operativen liegen, aber nicht in der grundsätzlichen Herangehensweise. Das heißt, auch aus meiner Sicht für Profitunternehmen, und das erkennen auch immer mehr, ist es relevant, eine Firmenkultur zu leben, die Menschen sozusagen dazu anleitet, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Job und dass sie auch längerfristig sozusagen auch bei der Busreise dabei sein wollen, um bei der Analogie zu bleiben. Und insofern kann es sein, dass der Fokus ein Stück weit anders ist, weil sich ja soziale Organisationen vor allem um ihren Impact, um ihre Wirkung Vergrößerung
das im Fokus nehmen, gleichzeitig Kundenzufriedenheit und dass Prozesse sauber ablaufen, das hat man auf der einen wie auf der anderen Seite ganz genauso. Und insofern ist das auch etwas, wo wir glauben, als Brückenbauer von On Purpose auch hoffentlich eine wichtige Hilfestellung leisten zu können, indem wir sozusagen Menschen mit Erfahrungen aus bestimmten Bereichen eben aus der For-Profit-Welt mit der Non-Profit-Welt verknüpfen und dann feststellen, okay, wir wollen alle sozusagen in die gleiche Richtung. Lass uns mal überlegen, ob die Art und Weise, wie wir dorthin gehen, auch die ist, die am wirkungsorientiertsten und die uns da auch wirklich am besten voranbringt. Dazu kam mir vorhin eine Frage, die sehr gut eigentlich zu diesem Format Debatte passt, nämlich eine ideelle Frage zum Thema Corporate Volunteering. Stoßt ihr ab und an auf GründerInnen, die grundsätzlich Corporate Volunteering annehmen wollen, aber eigentlich nicht mit der anderen Firma zusammenarbeiten möchten? Schließlich sorgt Corporate Volunteering in einer schlechten Firma auch dafür, dass der Arbeitsplatz dort attraktiver bleibt. Das ist ein Spannungsfeld. Ich glaube, On Purpose hat dazu auch, ich habe zumindest in euren FAQ da eine Beispielfrage zu gesehen. Magst du direkt was dazu sagen, Frederik? Also ganz konkret auf die Frage, tatsächlich habe ich so noch nicht gehabt, dass eine Organisation, also was schon sich überlegt wird, ist zum Beispiel, wo kommen meine Gelder her? Das ist insofern vergleichbar und insofern kann ich auch nachvollziehen, woher diese Frage kommt. Gleichzeitig, es ist ein gewisses Spannungsfeld, wobei man sich überlegen muss, wer volontiert denn hier? Ist es die Firma oder sind es die Menschen, die dort sozusagen für sich mich unterstützen wollen oder meine Organisation? Und ich denke, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich als Organisation dazu genutzt werde, irgendwie im Greenwashing-Bereich irgendwie für einen Tabakhersteller irgendwie nochmal sozusagen ausgenutzt zu werden, sehe ich da ein Spannungsfeld, was sich auflösen lässt. Aber natürlich ist diese ideelle Diskussion eine, die kann ich nicht für andere beantworten. Das muss jeder für sich selber entscheiden, von wem und aus welcher Richtung er Hilfe annehmen möchte. Ich glaube, dass es aber auch eine Möglichkeit ist, um in die andere Richtung zu wirken. Vielleicht sehr graduell, aber dadurch, dass die Menschen sozusagen sich bei mir sozusagen engagieren, vielleicht auch sehen, okay, hier sind ganz andere Werte wichtig, hier wird an der Sache gearbeitet, die wirklich unsere Gesellschaft voranbringt, auch wenn sie vielleicht deutlich kleiner ist als die Organisation, in der ich fähig bin. Nehmen Sie diese Erfahrung ja wieder auch mit in Ihren sozusagen Umfeld, in Ihr berufliches Umfeld und können möglicherweise dazu beitragen, auch dort zu einem graduellen Wandel in der Perspektive und von Werten von Organisationen beizutragen. Insofern, ich bin grundsätzlich eher für einen Austausch miteinander, als zu irgendwelche Mauern aufzubauen. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Vielen Dank. Ich fand gerade die Unterscheidung in Personen und Unternehmen nochmal total wichtig und hilfreich. Ich glaube, Kai, an dich geht noch eine Frage. Wie definiert ihr die OKRs? Sorry, hier ploppt gerade was dazwischen. In der Balance zwischen Geschäftsführung und Team, wie viel sollte die Geschäftsführung vorgeben, Vision, Strategie, und wie viel sollte von einzelnen Teammitgliedern kommen? Das ist eine super interessante Frage, finde ich. Also primär ist das eine Frage, die ihr für euch erstmal, also auf einer grundsätzlichen Ebene klären könnt, im Sinne von, wie wollen wir eigentlich managen? Also was ist denn unsere Organisationsstruktur im Sinne von Führung? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle. Bin ich eine klassische Hierarchie? Bin ich, keine Ahnung, irgendwas demokratisch organisiertes wie eine Holokratie zum Beispiel? Dem zugrunde liegend hätte ich dann verschiedene Zielgebungsstrukturen. Das ist so die eine Betrachtungsweise. Die andere Betrachtungsweise, und die finde ich persönlich viel wichtiger, ist, wo steht das Teammitglied, was verantwortlich ist, nachher eine bestimmte Aufgabe oder einen Bereich zu erfüllen?
Wenn ich jetzt, und das habe ich als soziale Organisation leider sehr oft, mit relativ vielen, relativ jungen, unerfahrenen Menschen zusammenarbeite, die total viel Bock haben und deswegen super tolle Kollegen sind, aber halt einfach noch nicht so wirklich genau wissen, was sie tun, dann kann es mitunter sehr schwierig sein, denen komplett freie Wahl zu lassen, wie sie Ziele definieren wollen und wie sie die Ziele auch erreichen wollen, aus zwei Punkten. Erstens, sie verstehen natürlich das, was sie tun, noch zu schlecht, um wirklich sinnvolle Ziele strukturieren zu können. Und zweitens, ich kann sie dann als Führungskraft, und das kann jetzt disziplinarisch oder inhaltlich sein, ja, es ist erstmal egal, aber als Führungskraft kann ich sie total schlecht entwickeln. Weil wenn ich weiß, sie können das, was sie tun, noch relativ schlecht, dann ist ein Riesenpotenzial, dass total großer Frust entsteht dabei, wenn die dann loslegen und versuchen, irgendwas zu erreichen, weil sie halt einfach nicht wirklich wissen, wie es geht. Und wenn ich jetzt mit so einem relativ jungen, unerfahrenen Mitarbeitenden irgendwas starte, ist es eigentlich aus einer Managementperspektive erstmal total wichtig, sehr, sehr kleine Schritte mit den Menschen zu tun. Und dann im Laufe der Zeit, umso besser diese Person das kann, was sie können soll, die Leine immer weiterzulassen und dann irgendwann eine mitarbeitende Person zu haben, die komplett freilaufen kann, die diese OKRs komplett selbst für sich stecken kann. Das nennt sich, es gibt ein Modell dazu, das nennt sich situatives Führen. Googelt das mal. Das ist eben genau aufgeteilt in diese Modalität, weil man sagt, jemand, der neu in eine Organisation kommt oder auf eine neue Aufgabe trifft, wie auch immer, der hat eigentlich super viel Selbstvertrauen, aber super wenig Ahnung von dem, was er oder sie tut. Und an dem Zeitpunkt muss ich eigentlich immer eher als Micromanager handeln und die Person an die Hand nehmen für die ersten paar Schritte, bis sie dann wirklich selber laufen kann. Und dann kann ich die Ziele immer unabhängiger stecken lassen, bis halt die Person einen kompletten Bereich verantworten kann, den Hut aufziehen kann. Na, aber im Endeffekt geht es darum, die Leute dahin zu entwickeln, das selber tun zu können, weil natürlich umso, also das wäre jetzt meine persönliche Meinung, aber so habe ich das auch erlebt, umso mehr Mitarbeitende ihr habt, die Bereiche komplett alleine rocken, wo ihr eigentlich gar nicht mehr drauf schauen müsst, umso weniger Stress habt ihr mit den Bereichen und umso mehr könnt ihr euch um die Sachen kümmern, die für die Geschäftsführung vielleicht wirklich wichtig sind. Das Einzige, was ihr halt nie aus den Augen verlassen lassen dürft, ist, ihr habt bestimmte Pflichten, rechtliche Verpflichtungen als Geschäftsführung und das ist zum Beispiel einfach darauf zu achten, dass die Firma nicht insolvent geht oder dass keine Straftaten passieren oder sowas. Das heißt, das sind immer Sachen, da solltet ihr einfach als Geschäftsführung die Finger im Spiel haben und ganz klar drauf schauen und alles auch wirklich sehen und die Bewandtnis dafür auch klar machen, egal in welcher Organisationsstruktur ihr euch jetzt bewegt. Also auch als Holokratie muss eine Geschäftsführung in Deutschland ihre Pflichten erfüllen. So ist das leider rechtlich gesehen. Das heißt, da muss den Mitarbeitenden auch einfach klar sein, dass es dass ihr bestimmte Sachen einfach kontrollieren müsst und bestimmte Daten braucht und bestimmte Ziele und bestimmte Pläne setzen müsst. Aber ansonsten versucht euch da möglichst frei von zu machen, aber seid euch halt bewusst, dass die Menschen, die ihr da im Team habt, ganz oft einfach noch nicht an dem Punkt sind, Ziele selber stecken zu können oder auch an Ziele selber rankommen zu können, ohne Begleitung davon zu haben. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Wenn ihr merkt, ihr könnt die Leute fachlich gar nicht begleiten, ja, also ihr wisst eigentlich gar nicht wirklich, wie man Ziele setzt, aber weder ihr noch sie können's, dann holt euch Hilfe von außen, dann holt euch jemanden, der diese Person fachlich führt, also der die kleinen Schritte mit der Person macht, bis sie das immer besser und besser selber kann, damit eben der Frust bei der mitarbeitenden Person nicht entsteht und die dauernd nur auf die Schnauze fliegt und es halt ein total bescheuertes Arbeitserlebnis ist. Und das geht dann eben genau auch mit Einzelpersonen aus irgendwelchen Konzernen, mit denen ihr vielleicht sonst nicht arbeiten würdet, die sich da als Person einbringen. Aber holt euch irgendwie in so einem Moment dann die Hilfe von außen. So, Punkt. Du guckst schon auf die Zeit, Luise, ne? Ja, ich schiele schon auf die Zeit. Die Dreiviertelstunde ist sehr schnell vergangen. Wir sind schon über der Zeit. Hier ist noch eine Frage offen geblieben, die sich auf die Linienbus-Reise bezog. Aber ich habe Frederik vorhin auf der Social Wall entdeckt.
Also Julian, vielleicht, keine Ahnung, kannst du ihm einfach dort nochmal schreiben oder so. Genau, vielen Dank, Frederik. Genau, vielen Dank euch beiden, das war total spannend. Und genau, wer tiefer in das Thema einsteigen will, dem empfehle ich auch morgen nochmal das Meet and Greet mit den Gründerin von Welcome und Arbeiterkind. Da geht es auch ganz viel so aus der Perspektive Gründerin und Geschäftsführerin. Genau, euch beiden nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns später noch irgendwo auf dem Gelände.